Kyriakis! Jane. Schon? Wir haben es überstanden, Kyriakis. Es ist gut. Habt ihr das Dämonenauge zerstört? Noch nicht, aber Myxin ist hier. Myxin? Es ist ja beinahe traurig zu sehen, wie schwach du geworden bist, Cicero. Du bist also wieder frei. Ihr kennt euch? Ja. Auch ich bin eines der Kinder von Atlantis und habe die Macht Myxins miterlebt. Während der Schwarze Tod die zerstörerische Urgewalt repräsentierte, stand Myxin für die Schlange, das schleichende, kriechende Böse. Kriechend? Ich glaube, ich bevorzuge eher Ausdrücke wie raffiniert. Oder intelligent. Wirst du dem Sohn des Lichts helfen? Natürlich. Es verschafft mir Vorteile. Ja, ja. So kenne ich dich. Oh. Ruhig. Nein, meine Freunde. Es geht zu Ende. Gebt auf Myxin Acht. Er ist nicht euer Freund. Und er wird es nie sein. Vernichtet das Dämonenauge. Dann wird es... Ist er... Ja, er ist tot. Er hat mir das Leben gerettet. Er war ein guter Mann, unser Freund. Ich fang gleich an zu heulen. Das musste nicht sein, Myxin! Wenn wir noch länger hier rumstehen und Rosenkränze beten, wird unser gemeinsamer Feind, der Schwarze Tod, zuschlagen. Er weiß genau, dass wir hier sind. Ich fürchte, er hat recht. Lasst uns wieder rüber zur Yacht gehen. Dort werde ich euch weitere Instruktionen geben. Wir taten, was Myxin uns sagte. Auf der Yacht schafften wir die Leichen in die Kajüte, während Myxin ein Stück Kreide unter seinem Gewand hervorholte und einen Kreis auf das Deck malte, in den er eine komplizierte Aneinanderreihung von Hieroglyphen schrieb. Sollte der Schwarze Tod angreifen, wenn ich mit dem Sohn des Lichts unterwegs bin, und das wird er, so geht in diesen Kreis. Der Zauber ist so stark, dass der Schwarze Tod ihn nicht durchbrechen kann, wenigstens nicht beim ersten Mal. Er braucht Zeit, um den Kreis zu zerstören. Und in der Zwischenzeit zerstört ihr das Dämonenauge? Nein, der Sohn des Lichts wird es zerstören. Ich kann nicht so weit in das Reich meines Feindes eindringen. Ich werde also auf mich allein gestellt sein? Ja. Und wie zerstöre ich das Auge? Das solltest du doch am besten wissen, Geisterjäger. Ach ja? Du hast doch schon mal einen Dämon vernichtet, der ein Auge des Bösen besaß. Der Januskopf. Ich werde dir auf der anderen Seite einen Spiegel geben. Was heißt andere Seite? Du willst mit John in die Hölle? Es ist eine Hölle. Ja. Ich will mitkommen. Nein. Aber ich... Ich sagte nein. Und jetzt beeilt euch. Seine Diener sind auf dem Weg. Was für Diener? Die Leibgarde des Schwarzen Todes. Es wird Zeit, Geisterjäger. Also gut, ich gehe. Du schaffst es, John. Viel Glück, mein Lieber. Wenn ich zurückkomme, will ich aber mehr. Nein, John. Dann will ich mehr. Stell dich an meine Seite, Geisterjäger. Nimm meine Hand. Haltet hier die Stellung, Leute. Das werden wir. Und nun bereite dich auf den Übergang vor. Jetzt! Weg sind sie. John wird es schaffen, da bin ich sicher. Wie sicher? Ziemlich sicher. Du nicht? Doch schon. Aber dass Johns Gegner immer mächtiger werden, macht mir langsam Angst. Ich verstehe, was du meinst.